Habe ich hier eine Spinne gehört? Pass mal auf, was können wir denn hier mal noch entfernen? Wir haben noch einen Slot, Inventar-Slot frei. Okay, dann brauchen wir noch nichts. Toll. Das haben wir natürlich nicht mehr frei. Wenn man es schon sagt, wenn man es schon sagt. So. Blöd mit dem Regen. Ja, aber bis wir... Ach, man muss mal überlegen, wo wir... wir haben zuletzt in dem... Du Sack. Wir haben zuletzt in dem Wüstentempel geschlafen. Und das ist jetzt auch schon lange her. Und wir haben hier gerade ein ernsthaftes Problem, dass wir nicht... dass wir aufpassen müssen, dass wir nicht sterben. Spinne, du Arsch. Entschuldigung, meine Ausdrucksweise, aber das muss manchmal sein. Komm. Wir brauchen Energie, wir brauchen Energie. Wir müssen uns regenerieren. Das war gerade ein bisschen viele, ne, da. Gleichzeitig. Schweinehunde. Diese Schweinehunde. Wenn die dann immer in so einer übertriebenen Überzahl da ankommen, das ist immer ziemlich scheiße. Vor allen Dingen, wenn dann auch noch die Creeper da sind und vor allen Dingen dann noch in Kombination mit den ganzen Bogenschützen, ist nicht ganz so witzig. Ja, toll. Ich wollte nicht ins Wasser. Das ist eine Kuh. Da brauchen wir jetzt nicht so viel Angst vorzuhaben. Heieie, ich befürchte... Schon wieder zwei Stück. Dich mach ich fertig. Ab in der Ecke gedrängt. Oh, und da hinten sind schon wieder überall Skelette unter den Bäumen. Da stellen die sich richtig unter. Wer hätte das gedacht? Die sind wasserscheu. Die scheinen wasserscheu zu sein. Na, toll. Alter Schwede, ich habe wieder nichts gesehen hier vor lauter. Alter Schwede. Wir müssen nach Hause, wir müssen nach Hause, wir müssen nach Hause. Unsere Mama hat gesagt, wenn dunkel wird, ab nach Hause. Alter, und dann schießen die einen auch immer noch ein ganz schönes Stück zurück. Oh, Spinne. Habe ich auch nicht gesehen. Da hinten schlich schon wieder irgendwas her. Jetzt müssen wir hier durch den dichten Wald durch. Auch blöd. Mache ich eigentlich nicht ganz so gerne. So, da ist mal wieder ein Zombie. Ein Zombie hing am Glockenseil. Ein klassischer, ein Klassiker. Unter den Zombie-Filmen. Das, so wollte ich es irgendwie sagen. Irgendwie so wollte ich mich mal ausdrücken vor 100 Jahren. Ein Zombie hing am Glockenseil. Gehört eigentlich schon, würde ich schon fast behaupten, zur Allgemeinbildung. Und den Film sollte man gesehen haben. Wenn man alt genug dafür ist, natürlich. Scheiße, ich hätte jetzt gerade noch eine Melone zum Schluss essen sollen. Dann hätten wir das richtig gut ausgenutzt. Alter Schwede. Hört dieses Waldgebiet auch irgendwann nochmal auf? Oh, egal. Wir gehen jetzt hierher. Wir laufen weiter. Und der Regen... Es ergießt sich in Strömen über unseren Kopf, über unser Haupt, über unser Haupt. Und wir müssen aufpassen, dass wir hier nicht in irgendwelche kleinen Lavafelder reinlaufen. Da hinten sehe ich nämlich schon wieder eins, was links von uns schon wieder angezeigt wird. Und diese Lavafelder sind wirklich gefährlich und tückisch. Man guckt gerade mal zur Seite, guckt nicht direkt geradeaus und da auf seine Füße, wo man herläuft. Und schon ist es passiert. Ist ja nicht so, dass wir das nicht alle schon gehabt hätten. Haben wir alles schon erlebt. Hui. Hui. Gut, dass wir den Sprung geschafft haben. Und weiter geht's. In den Wipfeln der Bäume. Hui. Scheiße. Was? 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 Du? Du? Du?
Da komme ich jetzt sogar runter. Okay. Ach, wir haben ja gar nicht mehr. Wir haben ja gar keine... Aber Schaufel haben wir doch dabei als Ersatz. So. Und was wir mal eben wegschmeißen. Blödsinn. So, wo müssen wir hin? Ach, wir müssen da hin. Oh. Es wäre schön, wenn das schon der Dschungel wäre, der bei uns ist. Der bei uns zu Hause ist. Das wäre schön, während es gerade mal richtig geruckelt hat. Oh, wäre das geil, wenn wir gleich zu Hause wären. Hoffentlich ist das unser Dschungel. Oh, Regen und Minecraft. Da ruckelt Minecraft dann wie doof. Das kennt man ja. So, und somit ist die Frage beantwortet worden. Nein, das ist leider noch nicht der Dschungel gewesen bei uns zu Hause. Leider noch nicht. Aber da kommt schon wieder Dschungel. Wir geben die Hoffnung nicht auf. Da sind wir aber weit unterwegs gewesen, muss man aber mal ehrlich sagen. Aber wir haben Kartoffeln. Wir haben es endlich bekommen. Und das an so einem Pipifeld. Da stand ja noch nicht mal ein einziges Haus. Das kann man wirklich nicht als NPC-Dorf bezeichnen. Wirklich nicht. Und ganz ehrlich, diese kleinen Pipifelder, die habe ich auch, ja, zum Glück habe ich die noch so gerade eben auf der Minimap oben rechts entdecken können. Und die waren ja da wirklich nur ganz klein. Und ich laufe ja eigentlich, ich gucke ja mehr hier geradeaus, wo wir uns gerade aufhalten. Ich gucke ja da gar nicht so viel auf die Minimap. Bin ich froh, dass ich das entdeckt habe, da die zwei, drei Striche da oben. Das waren ja nur zwei kleine Ministriche. Also sowas, ein Feld. Dann diese zwei Felder, die da angepflanzt waren. Oder drei Felder, wie auch immer. Und ein kleiner Streifen. Das waren dann die Kartoffeln gewesen. Wahnsinn. Ein kleiner Streifen. Und da war nur ein kleiner Weg gewesen. Och, ist das schön. Ist das schön zu sehen. Wir sind wieder zu Hause. Also noch sind wir nicht ganz da, aber da ist unser Zuhause. Und wir müssen unbedingt da die Fenster reinkloppen. Das sieht ziemlich bunkerhaft aus. Müssen wir unbedingt machen. Und ich weiß schon auch, nach hier hin werden wir auch noch einen schönen Balkon machen oben. Nach hier hin. Das bietet sich doch an. Gerade bei der Aussicht hier, die wir hier haben, bietet sich das an. Nämlich da so. Da kommt ein schöner, geiler Balkon hin nach hier hin. Ah, müssen wir nur gucken. Ja. Dass wir nicht hier so im Terrassenbereich sind, ne? Dass wir nicht dann direkt über der Terrasse den Balkon sitzen haben. Aber wir können ja mal durch den Hintereingang gehen. Ja, ist ja cool. Ja, ist doch optimal. Hallo. Och, ist das schön. Wir haben's. Ich weiß nicht, haben wir hier irgendwas, was wir mitnehmen können? Was wir schon gerade im Inventar haben? So. Okay, dann gehen wir jetzt erstmal... Oh, ist das geil. Wir können gleich Kartoffeln anpflanzen. Wie cool ist das denn? Wie cool ist das denn? So, Holzkiste. Haben wir irgendwas mit Holz? Nein. Gut. Erde. Haben wir irgendwie Erde? Oh, 30. Ja, bestimmt, wo wir uns da die Berge da hochgearbeitet haben. Holzkohle haben wir definitiv. 1, 2, 3, 4 Stacks. Ey, das waren genau 4 Stacks gewesen. Ist ja Wahnsinn. So, das waren genau 4 Stacks gewesen. Rohholz haben wir nicht. Wolle haben wir auch nicht. Bäume haben wir aber. Da haben wir auch noch wieder 7 eingesammelt, was ich gar nicht wollte. Ach ja, ich glaube, Dschungelbaum haben wir oben, ne? So, sonst haben wir keine. Zuckerrohr auch nicht, Glas auch nicht. Weizensamen. Hatten wir jetzt noch was aufgesammelt an Weizensamen? Nein, Gott sei Dank. Sandstein. So, pass auf.
Da ist der. Da ist der, den wir natürlich völlig heimlich abgebaut haben. Und inoffiziell waren wir es ja gar nicht. Haben wir noch... Nee, haben wir nicht eingesammelt. So, Werkzeug. Eine Ersatzschippe haben wir noch. Eine Eisenspitzhacke. Da sind wir ja noch gerade mal gut mit ausgekommen, ne? Muss man ja mal sagen. Gott sei Dank. Waffen, Waffen, Waffen. Pfeile haben wir noch eingesammelt. Oh, keiner hat einen Bogen fallen lassen. Nee, leider nicht. Gut, Ausflugskiste. Da tun wir natürlich unser Boot hin und auch unser Bett tun wir hier hin. So, was haben wir hier? Einmal haben wir nicht. Stein haben wir auch nicht. Ziegelstein haben wir auch nicht. Dass wir da irgendwie hängen bleiben, so an Schildern oder keine Ahnung was. Redstone. Oh, haben wir oben. Elektro haben wir auch oben noch. Diverses. So. Das kommt hier hin. Das kommt da hin. Enderperle haben wir. Slime. Haben wir fast zwei Stacks von voll. Das ist sehr gut. Schienen. Kommt da hin. Da haben wir auch einen Inksack. Da haben wir das. Gammelfleisch nehmen wir mit in die Küche. Genau, das auch. Die Möhren auch. Boah, wir haben nur noch 8 Brote. Heftig. So, wir haben... Da können wir auch mal wieder was im Ofen reinschmeißen. Ne? Sehe ich gerade. Da haben wir ja ein paar. Das kommt alles in die Küche. Ja, dann haben wir nur noch hier Pflasterstein abzulegen. Super, der Rest kommt in die Küche bzw. aufs Feld. Ach, schön. Wir sind wieder zu Hause und können gleich Kartoffeln anpflanzen. Wie schön. Moment, haben wir noch was für die Küche? Nein, da nicht. Da haben wir auch nicht mehr viel drin. Küche. So, dann können wir uns auch mal eben ganz kurz hier wieder ein paar Brote schnappen. Ach, Mensch, wir haben doch hier alles. Rohes Fleisch haben wir. Pilze und Gammelfleisch. Hat ja alles seine Ordnung hier, wie man sieht. So, und dann haben wir hier... Karotten. Können wir hier rein tun. Das lassen wir noch. Wir können uns mal eben Brot nehmen. Noch was? Müssen wir mal wieder was machen. So, da haben wir 15 auf der Tasche. Sind wir gut mit ausgekommen im Essen. Gut, und jetzt können wir erstmal unsere Kartoffeln anpflanzen. Ich glaube es ja nicht. Ich glaube es nicht. Wie geil ist das denn? Kartoffeln! Kartoffeln! Ja, hier haben wir jetzt die ganze Zeit nichts mehr gemacht. Ich wollte ja auch mal offline hier Weizen ernten, aber ganz ehrlich, bin ich auch nicht zugekommen. Nicht wirklich. Ach du Scheiße. Scheiße, da ist ja gar nicht alles, das ist ja gar nicht alles Ackerboden. Wir könnten da auch mal Kisten hinstellen. Was haben wir denn hier? Pass mal auf. Gut, das sortieren wir hinterher ein. Wir nehmen mal diese beiden Kisten mit. So. Dass wir nämlich da jetzt auch mal diese Hacke oder Hake, wie auch immer, dass wir die nämlich oben auf den Feldern haben. Eine Steinhacke, genau. So, pass auf, hier lassen wir mal zwei drin und die drei nehmen wir mal mit. Und die legen wir oben ab. So. Jetzt versuchen wir nochmal unser Glück. Geh nochmal hoch. Ich
Ich hoffe, dass es jetzt nicht dunkel wird, aber gut, das wäre jetzt nicht ganz so schlimm. Es wird dunkel, aber ist jetzt auch egal. So, halt. Oh, wir müssen da hinten immer noch ein paar Tiere schlachten, weil das hier ein bisschen zu ruckelig ist. Das liegt ja, wie gesagt, daran, weil wir da zu viele Tiere hier in einem Chunk-Bereich haben. Hallo? Geht's noch? So. Eine Kiste. Da legen wir mal eine Ho rein. Jetzt sage ich wieder den englischen Begriff. Machen wir hier auch noch. So. Okay. Nur so, dass wir hier mal ein bisschen was haben, ne?